Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ich bin sehr, 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 sehr spät auf dieser Party, aber ich bin da. Und zwar gibt es eine neue Limited Edition von Catrice und Essence gemeinsam. Ich glaube, es ist die Tensation Kollektion. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, wenn ihr aber das Thumbnail gesehen habt, dann wisst ihr, um welche Limited Edition es sich handelt. Denn ich war neulich in der Drogerie und habe gesehen, die Sachen sind alle schon wieder weg, weil irgendwie, keine Ahnung, es sieht schon sehr krass aus. Aber ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe recherchiert für euch und ich habe gesehen, dass es, ich glaube, alle Produkte jetzt bei Cosmetic for Less gibt. Und ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox, falls es irgendein Teil gibt, was euch interessiert. Und wir müssen das Ganze dieses Mal ein bisschen anders machen, denn es ist wirklich so viel und ich habe gar nicht alles mehr bekommen, dass ich gefühlt vier verschiedene Gesichterschminke. Auf der einen Seite nehmen wir einen Schimmer, auf der anderen Seite nehmen wir eine andere Lidschattenpalette. Es wird wild, es wird vermutlich recht lang, aber ich möchte mit euch gleich anfangen, damit wir gar keine Zeit verlieren. Falls ihr mein Video von Montag schon gesehen habt, dann sollte euch jetzt eigentlich alles klar sein. Aber Freunde, jetzt geht es los. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin fit, ich bin satt, mir ist super warm, wir haben 36 Grad gerade und ich... Die Lampen hier, die tun mir nichts Gutes. Ja, Freunde, ich weiß gar nicht, wo ich mit anfangen soll, weil es ist einfach super, super viel. Ich glaube, ich zeige euch erstmal so ein paar Produkte, die ich jetzt nicht wirklich groß zeige, wie beispielsweise von Catrice das Sunshine on My Shoulders Body Shimmering Oil. Ich habe das schon benutzt, das gibt es in zwei verschiedenen Farben. Das sind 100 Milliliter Glasflakon und das ist ein trockenes Bodyöl. Ich habe es schon benutzt, kommt in einem Pumpspender. Ich zeige es euch einmal kurz, ich glaube, das sieht man hier in der Kamera nicht. Es ist fantastisch. Es ist trocken, also es ist nicht so schmierig ölig. Es riecht fantastisch. Es riecht 1:1 wie die Bum Bum Bam Bam Cream, die ich euch neulich schon mal gezeigt hatte, die so extrem teuer ist, wo DM, Balea und Dupe gemacht haben, das aber nicht so ähnlich riecht. Das riecht 1:1 wie diese Bam Bam Cream. Mein absoluter Lieblingsgeruch, was den Sommer angeht. Und ich finde den Effekt auf der Haut ehrlich gesagt ganz schön. Es gibt so ein bisschen Glow, aber nicht zu viel, nicht so super, super künstlich. Falls ihr ein bisschen mehr Glow haben wollt, gibt es noch was anderes, auch in zwei verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier einmal für Medium Skin das Bronzing Shimmer Cream Face and Body Creme Ding. Auch hier, extrem groß, 120 Milliliter. Also ich habe das Gefühl, die haben alles, was geht, in diese Flaschen gemacht. Verhältnismäßig günstig sogar. Das ist eine Creme. Und ich habe eben schon mal einen kleinen Test gemacht hier, bevor ich angefangen habe und habe mir die, das hier, ins Gesicht gegeben. Fantastisch sah es aus. Wir probieren das Ganze jetzt aber hier live nochmal vor der Kamera mit Foundation drüber, aber nur auf der einen halben Seite. Es gibt Pinsel. Unendlich viele Pinsel. Einmal von Catrice und einmal von Essence. Je nachdem, was euch lieber ist. Es sind verschiedene Brushes mit drin. Ich werde auch in diesem Video fast ausschließlich die Pinsel benutzen. Wirklich sehr, sehr schön. Wir haben hier so ein bisschen gebürstetes Stahl, so ein Roségold von Catrice und in Roségold glatt von Essence. Ich mag die Pinsel von Cosnova, also Catrice, Essence und Love sehr, sehr gerne. Super Pinsel. Und ich bin gespannt, was die Jungs und Mädels sich bei Essence und Catrice einfallen lassen haben. Denn ihr wisst es, Catrice, Essence, Love, it's a family for me. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Sachen sind. Ich habe drei Lidschattenpaletten bekommen. Ich werde zwei verschiedene benutzen. Von Catrice, die von Essence zeige ich euch auch nochmal. Sorry, dass es so wild durcheinander ist, aber ich weiß nicht, wie ich euch alles irgendwie im Video zeigen soll. Das so kurz wie möglich halten soll, dass ihr auch natürlich, solange es geht, mit am Video bleibt. Aber trotzdem alle Informationen mit reinkriegt. Freunde, das ist einmal die Make-A-Wish Little Fish Queen of Names. 12 Nudes in Blue Eyeshadow Palette. Ich liebe es, wie sie aufgeht. Farben wunderschön. Wir haben Nudes, wir haben schöne, satte Blautöne. Ist eine Palette, hätte ich genauso gemacht in der Konstellation. Packaging toll. Das ist so magnetisch, das heißt, es geht nicht auf. Fühlt sich gut an. Ich habe schon mal so ein paar Farben geswatcht. Sieht gut aus. Jetzt machen wir aber weiter mit dem Make-up. Ich bin einmal ein kleines Stückchen näher zu euch gekommen. Ich möchte als erstes als Base die Shimmer Like a Coralista Bronzing Shimmer Cream and Face Body Creme benutzen. Die könnt ihr euch auch auf den Körper geben. Wirklich, wirklich schön. Und ich nehme mir dafür einen Pinsel von... Ich nehme den hier. Den gab es nämlich auch von Essence. Das ist so ein Kabuki Brush, aber recht flach. Und den... okay. Und damit arbeite ich mir das Produkt auf der halben Seite meines Gesichtes schon mal so ein bisschen ein.
Und ich glaube, ihr könnt sofort sehen, es ist natürlich jetzt dunkel, aber wenn Huda Beauty es kann, können wir das Ganze auch. Es ist halt einfach eine Glow Cream. Sie fühlt sich etwas kühlend sogar an, aber nicht so dieses Mentholkühlend. Ich glaube, es liegt einfach daran, weil sie auch einfach kühl ist und mir sehr warm. Fühlt sich sehr, sehr schön an. Auf dem Körper fantastisch. Der Pinsel ist ähnlich wie der von Fenty. Also auch vom Packaging, vom Gewicht her sehr, sehr ähnlich zu dieser Body Lava. Und damit kann man wirklich schön über den ganzen Körper gehen. Gefällt mir gut und ich finde den Effekt unter Make-up auch sehr, sehr schön. Catrice hat sich gedacht, Girl, wir machen das Ganze ein bisschen größer. Das sind, also damit kannst du, weiß ich nicht. Ne, wisst ihr Bescheid. Sehr, sehr viele Haare. Also, ich, lasst mich raten, 10 Millionen Haare da drin wahrscheinlich. Sehr, sehr weich. Vielleicht probieren wir den. Vielleicht probieren wir den zum Bronzen aus oder so. Extrem schwer, extrem hochwertig. Ich finde, die Kollektion, wenn ich sie so sehe, hat nichts mehr mit Drogerie zu tun. Verunsichert mich ein bisschen. Ich liebe es aber auch, ehrlich gesagt, weil es einfach... Ich habe es ja schon oft gesagt, Essence, Catrice, die haben einfach nochmal in den letzten 2 Jahren so einen Schritt nach oben gemacht. Und ich finde, das sieht man auch. Es gibt noch ein Glow Spray. Ich habe das erst am Körper benutzt und dann habe ich gesehen, dass das fürs Gesicht ist. Da ist auch so ein bisschen Glow drin, aber nicht so extrem viel. Das gebe ich mir einfach nochmal so ein bisschen mit übers Gesicht. Also ihr seht schon, Glow ist da, ist genau mein Mood. Und ich würde vorschlagen, wir machen mal ein bisschen Foundation drauf, oder? Ich benutze heute mal, liegt jetzt hier gerade die Benefit Hello Happy Foundation. Und wir probieren jetzt erstmal den Pinsel hier. Weil damit geht das Ganze wahrscheinlich extrem schnell. Ihr seht, also man kann selbst damit das Ganze schon mal so ein bisschen grob verteilen. Es macht meistens mehr Sinn, mit diesen Pinseln das Ganze auf dem Körper zu verteilen. Ich mache das ganz gerne hier im Halsbereich, weil ich ja extreme Probleme mit der Rasur habe. Ging wirklich extrem schnell. Ich müsste jetzt nicht mehr mit dem Beauty Blender rübergehen. Also sieht gut aus, hat schön abgedeckt. Wir machen das Ganze aber mal richtig hier mit einem Beauty-Schwamm. Und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen mehr Deckkraft. Bis jetzt alles wunderbar. Ich mache einmal ganz kurz weiter mit Concealer. Da benutze ich im Moment ganz gerne. Wo ist er denn? Von Milani, den Conceal in Perfect Concealer. Der Concealer von Milani ist ehrlich gesagt so ein bisschen wie der von Wet n Wild. Ich finde nur etwas deckender. Ich mag den ja sehr, sehr gerne. Und farblich. Is it a match today? Ich glaube schon. Ich möchte ein bisschen Cream Contouring benutzen, denn ich möchte den Pinsel hier von Essence benutzen. Der ist so ein bisschen flacher. Ich benutze jetzt hier von Fenty die Cream Bronzer. Gehe hier rein. Und dann kann ich das so richtig schön aussippeln. Das ist auch wie so ein Foundation Brush. Ein bisschen fester gebunden. Und damit kann ich das wirklich sehr schön hier einarbeiten. Kann ich nichts zu sagen. Also, außer dass er gut ist. Also, falls ihr Pinsel sucht, glaube ich, ist das eine gute Sache. Wir setten das Ganze jetzt einmal. Ich nehme hier von Essence auch so einen großen, fluffigen Puderpinsel. Gehe in meinen Eveline-Puder hier rein. Lade den Pinsel auf, gucke nach oben. Und sette dann einfach so ganz leicht unter meinen Augen und im restlichen Gesicht. Und dann nehme ich meinen Schwamm und gehe unter meinen Augen nochmal so ein bisschen lang. Schön, okay. Liebe die Base gerade. Sehr glowy, sehr natural. Hier über die Augen noch so ein bisschen. Nice. Um meinen Bronzer aufzutragen von Catrice einmal, die haben keine Nummern, den großen hier. Welchen Bronzer nehmen wir heute? Oh, den hier, der ist toll, von L'Oreal, den. Ganz leicht nur. Süß, mir ist der Pinsel ein bisschen zu klein, um wirklich zu bronzen. Ich bronze ja aber auch meistens immer sehr, sehr großflächig, weil meistens keine Foundations haben, die passen. Und ich mit Bronzer das Ganze immer so ein bisschen anpasse. Aber ganz nett, hier oben ist ein bisschen patchy. Freunde, ich schwitze wie Sau. Es tut mir so leid. Aber wir schminken jetzt was auf den Augen. Und da habe ich 2 Paletten von Catrice. Einmal die Reach Up for the Sunrise 18 Color Eyeshadow Palette Warm Tones. Und obviously Warm Tones. Orange, Rot, Nude, Gold, Bronze. Alles mit dabei, Maxim Giacomo in a Palette. Und dann auch nochmal einer Maxim Giacomo in a Palette. Die Neutral Tones, die Sunshine Heat Me Up, auch wunderschön. Ich fange hiermit an heute mal. Nehme mir so einen großen, fluffigen Pinsel, der ist von Essence, und gehe in die Farbe Dream. Und setze mir die in die Crease. Oh, der ist sehr schön festgebunden. Das ist schon fast zu fest, um das auszublenden. Ich blende das Ganze jetzt nochmal mit einem sauberen Pinsel aus, weil die ist extrem pigmentiert, damit habe ich nicht gerechnet. Ich gehe noch so ein bisschen in die Farbe Clouds, um es einfach hier
wieder etwas heller zu kriegen. Schöne Transition Shade. Lässt sich gut ausblenden. Ich nehme denselben Pinsel, gehe in die Farbe Earth. Das ist ein richtig schönes Grün. Und das gebe ich mir auch hier noch mit rein. Ich möchte nämlich auf der Seite meines Auges so einen warmen Grünton-Look haben. Der ist ein bisschen softer. Aber jetzt kommt er. Also man kann ihn so ein bisschen aufbauen. So einen schönen Camouflage-Look hatte ich eigentlich im Kopf. Ich dachte aber, dass das hier ein matter Ton ist. Ist aber ein Schimmer. Das blende ich mir hier noch so ein bisschen mit aus. Sehr pigmentiert wieder. Blende das wieder aus mit der Farbe Dream. Und dunkle das Ganze außen ab mit der Farbe Morning. Die ist ganz gut, um es so ein bisschen abzudunkeln. Ich finde es ja immer ganz besonders wichtig, wenn so eine Lidschattenpalette auch wirklich eine Farbe ist, um etwas dunkler hier so ein bisschen runter zu tonen. Kann schwarz sein, kann dunkles Rot sein, je nachdem wie der Look ist und wie die Palette auch so ein bisschen aufgebaut ist. Aber richtig schön. Ich nehme hier einen flachen Pinsel, der ist so ein bisschen eingefärbt leider. Und gehe in die Farbe Vision. Das ist hier so ein schönes Grün. Und das gebe ich mir hier direkt auf mein Lid. Und ziehe mir damit eine Cut Crease. Bam. Fantastisch. Ich dunkel das Ganze außen mit der Farbe Discovery ab. Das ist auch ein Grün, aber so ein bisschen dunkler. Finde ich mal ganz spannend, weil normalerweise sind die Drogerie-Lidschattenpaletten in Limited Editions ja meistens entweder so blau und nude, so wie die von Essence. Und dass wirklich auch Grüntöne mit dabei sind, kenne ich so noch nicht aus der Drogerie. Also mir fällt jetzt spontan ehrlich gesagt auch keine ein. Ich nehme denselben Pinsel und gehe mit dem Schimmergrün hier an meinen unteren Wimpernkranz, aber nur hier außen. Und dann in die Farbe Morning. Cool, gefällt mir richtig, richtig gut. Wir machen weiter mit der nächsten Palette. Und da möchte ich so einen Look ein bisschen nachschminken, den Hattie in ihrem letzten Video geschminkt hat. Sehr artistisch, sehr faszinierend. Also sowas habe ich auch selber noch nicht geschminkt. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Das ist die Reach Up for the Sunrise Eyeshadow Palette. Und der Grünton ist auch sehr, sehr schön. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Duochrome. So ein... Okay, sieht man jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber doch hier, wenn ich ihn swatche, hat er so einen leichten roten Reflex drin. Okay. Cool. Also nicht so eine Standardpalette, bin ich ehrlich, weil die Schimmer und auch die Pressings hier so ein bisschen unterschiedlich sind. Ich habe hier noch die Farbe Glory. Geil. Das ist die obere, auch so ein Duochrome. Erinnert mich so ein bisschen an die von Alicia Marie. Oh, Freunde, ich bin ganz überfordert hier, ne? Ich nehme als erstes so einen flachen, angeschrägten Pinsel von Essence und gehe in die Farbe Heat rein. Das ist so ein schönes Orange. Und das gebe ich mich hier vorne hin und baue mir das so auf. Und dann ziehe ich das so hier hoch. Yes, Santa Maria. Ich nehme denselben Pinsel und gehe hier außen schon mal hin. Der ist zu dick dafür. Aber habt ihr gesehen, wie schnell diese Farbe auf dem Auge war? Dann nehme ich mir einen kleinen Pinsel von Catrice und gehe in die Farbe Reflection rein und blende das hier so ein bisschen aus. Nur so ganz leicht. Ich will nicht zu weit nach vorne gehen. Ich will die Kante so ein bisschen weicher haben und ziehe mir das hier so ein bisschen weiter rein. Ich finde den Look, das ist ein ganz spannender Look. Also den kannte ich so vorher auch noch nicht. Ich glaube, Hattie hat sowas schon mal geschminkt. Aber das ist mal was anderes. Ist nicht so Standard wie hier, ne? Transition, Transition, Schimmer, Schimmer, Dunkel, Außen, Fertig, Lashes. Sondern das ist eher so ein bisschen, ich trau mich was. Gehe wieder mit dem angeschrägten Pinsel in die Farbe Sunglasses rein. Das ist ein dunkles Rot. Und verdunkel mir das hier noch so ein Stückchen. Nehme jetzt von Catrice den anderen flachen Pinsel. Sorry, dass da keine Nummern draufstehen. Gehe in die Farbe Firefly. Das ist hier oben das Gold. Und das gebe ich mir auf mein Lid. Auch sehr, sehr schön. Und nehme mir dann von Essence wieder den kleinen Pinsel. Freunde, ich habe hier gleich alle Pinsel durch, ne? Den Pinsel gehe in die Farbe Sunglasses. Und ziehe mir dann hier außen wie so ein Liner damit. Ganz leicht baue ich die Farbe immer auf. Und verdunkle hier noch so ein bisschen mein Inner Corner. Auch mega. Ist was ganz anderes, ne? Also das ist jetzt nicht so extrem alltagstauglich. Aber ich mag es ehrlich gesagt ganz gerne gerade. Ich nehme jetzt nochmal diesen kleinen Pinsel hier und gehe nochmal in die Farbe Glory. Weil diese Farbe ist fantastisch. Und setze mir die hier in mein Inner Corner. Das ist wie so ein Duochrome, ne? Nur für so einen leichten Effekt, der nochmal so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, seht ihr den in der... der ist extrem weich in der Palette. Schaut mal. Ich kann hier richtig reindrücken. Und gebe mir das hier so ein bisschen. Nur für so einen
kleinen spannenden Touch. Gefällt mir gut. Ich nehme den kleinen Pinsel jetzt hier nochmal und gehe nochmal in die Farbe Firefly und setze mich hier noch so ein kleines Inner Corner Highlight hin. Boom. Auf meine Lippen von Rival de Loop Hydro Shine Lip Gloss. Favorite. Und ein bisschen Mascara. Lashes möchte ich heute nicht drauf machen, weil mein Kleber von Essence, den man so abziehen kann, der ist leer. Und ich habe nur noch einen hier von Duo. Und der ist schwarz. Und dann ist mein Auge schwarz. Und Girls und Boys, we don't want that. Im Moment. Guess what? Letzter Schritt ist dieses Spray. Das gebe ich mir noch so ein bisschen übers Gesicht. Der Sprühstrahl ist jetzt nicht der feinste, aber wenn man ein bisschen weiter weg geht, Freunde, dann ist das okay. Hat einen schönen Effekt auf der Haut, sieht sehr natürlich aus. Mir persönlich gefällt die Seite jetzt besser, weil es einfach was anderes ist. Ne? Das ist jetzt, aber es liegt jetzt auch am Look, hätte ich wahrscheinlich auch ein perfektes Sunset-Eye machen können. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, okay, da kann man jetzt viele Farben draus sehen. Aber ich wollte euch einfach auch mal diese Technik zeigen. Finde ich total spannend und ist mal was anderes. Die Farben hier, fantastisch, mega living. Freunde, das sind einmal die zwei verschiedenen Looks mit der Double Collection von Essence und Catrice. Ich glaube, ihr könnt euch denken, was ich sage. Mega. Gab keinen Teil, wo ich jetzt gesagt habe, Lidschattenpaletten sind bei den beiden echt top, da kannst du nichts mehr sagen. Braucht man auch eigentlich fast nicht mehr reviewen, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Lidschattenpalette von Catrice in der Hand hatte, die schlecht war. Deswegen... Also wirklich gut, könnt ihr euch am besten aussuchen, welche Farbe euch am besten gefällt. Ich persönlich finde dieses Grün mal ganz schön, weil es das so in der Drogerie noch nicht gab. Qualitativ, definitiv auch vom Packaging High-End, nicht mehr Drogerie. Ich glaube, sie sind ein Stückchen teurer als sonst, aber das ist ja meistens bei diesen extrem großen Paletten der Fall. Sehr, sehr gut. Ich setze euch alle Produkte einmal unten in die Infobox. Freunde, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Von mir gibt es definitiv ein Go. Vielen Dank an Essence und Catrice, dass ihr mir die Produkte zur Verfügung gestellt habt. Alle Produkte gibt es einmal unten in der Infobox für euch. Ich bedanke mich und würde vorschlagen, wir sehen uns zu einem ganz besonderen Video ganz bald wieder.